Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um einen neuen Deal aus der Black Friday Woche. Und zwar heute um etwas ganz Besonderes für alle, die auf der Suche sind nach schicken, modernen und vor allen Dingen sehr, sehr effektiven Kopfhörern, wenn es darum geht, Noise Cancelling zu haben. Es geht um die Zegzog In-Ear Kopfhörer mit Noise Cancelling. Diese kosten standardmäßig 26 Euro. Heute bekommt ihr sie für 16 Euro. Deswegen nutzt das definitiv aus, wenn ihr die Dinger haben wollt. Nur heute ist der Deal gültig. Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Dort gibt es nochmal alle technischen Details. Wie immer natürlich nur der Hinweis, wenn ihr Fragen zu den Kopfhörern habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten, dass ihr noch rechtzeitig diesen Deal wahrnehmen könnt. Die Zegzog In-Ears sind tatsächlich mit die besten In-Ears der letzten Monate, die ich für euch getestet habe. Da waren einige dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat gleich mehrere Aspekte, warum es so ist. Bluetooth 5.1 sorgt erstmal dafür natürlich, dass wir hier eine extrem stabile Verbindung haben. Dann die Verarbeitung und das Design. Ich persönlich feiere das komplett. Das ist natürlich an die Apple AirPods angelehnt. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ganz klar. Aber in einem schicken, wirklich sehr, sehr schicken Klavierlack schwarz. Sieht total edel aus. Ist ein absoluter Hingucker. Und von der Verarbeitung wirklich extrem gut. Ich habe die Dinger jetzt schon einige Monate wirklich im Dauereinsatz und muss sagen, tatsächlich sind diese Kopfhörer von der Leistungsfähigkeit ganz weit oben. Gerade auch was die Membranen angeht. Man hat hier oft bei günstigen Kopfhörern, dass man ein bisschen lauter Musik hört, das kann man ein, zweimal machen und irgendwann fangen die an zu scheppern wie sonst was. Das ist bei denen überhaupt nicht der Fall. Hier funktioniert alles, hier ist alles so, wie es sein sollte, im Prinzip wie am ersten Tag und man merkt keinen Qualitätsverlust in der Audio-Wiedergabe. Wasserdicht natürlich in dem Sinne, dass die Teile auch sich perfekt zum Joggen eignen, beispielsweise wenn es draußen regnet etc. Gehen die nicht von kaputt, natürlich nicht damit ins Wasser springen. Das ist, denke ich, mittlerweile auch klar, die meisten In-Ears halten das tatsächlich nicht aus. Wobei man hier sagen muss, die sind schon sehr, sehr robust, gerade im Vergleich zu anderen. Das liegt natürlich auch an diesem AirPod-Design. Hat man hier komplett adaptiert, aber gut adaptiert wirklich. Und dadurch halten die Dinger auch tatsächlich sehr, sehr gut im Ohr am Ende auch feste. Das Ladekästchen ist dann natürlich eines der Highlights, auch im gleichen sehr, sehr schönen Klavierlack schwarz abgesetzt, das Ganze. Und hier muss ich wirklich sagen, war ich absolut begeistert davon, wie lange tatsächlich der Akku hält. Der Hersteller gibt an, dass 150 Stunden Standby-Zeit hier möglich sind mit diesen Kopfhörern. Und das ist natürlich unfassbar schwer zu belegen oder zu widerlegen, dass das sowas möglich ist. Aber ich kann euch nur so viel sagen, die Dinger halten ein paar Wochen locker mit dem Ladecase, wenn ihr sie ganz normal verwendet. Das heißt, ein paar Stunden vielleicht im Ohr, dann wieder ins Ladecase und dann am nächsten Tag wieder ins Ohr. Das halten die Dinger locker aus. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier die Leistungsfähigkeit dieses Akkus angeht, der hier verbaut worden ist. Und da frage ich mich natürlich schon ab und zu, warum nicht auch die teuren Hersteller so etwas liefern können, wenn 16-Euro-Kopfhörer da wirklich besser sind als so manch großer Hersteller. Was mich persönlich dann natürlich von Anfang an gravierend interessiert hat, wie das Noise-Canceling hier funktioniert, also die Umgebungsgeräuschreduzierung. Bei In-Ear-Kopfhörern ist es ein bisschen anders als bei Over-Ears. Bei In-Ears hat man hier eher den Fokus darauf gelegt, dass man wirklich gut telefonieren kann. Und das kann man tatsächlich. Das heißt, das Gegenüber merkt es wirklich hörbar, dass weniger Umgebungsgeräusche mit einfließen bei den Mikrofonen, sondern hier ist tatsächlich alles sehr gut abgeschottet und dafür natürlich gerade ein sehr, sehr guter Kopfhörer. Vom Soundbild her muss ich sagen, absolut ausgewogen, wenn ihr durchmischte Musikstile hört, beispielsweise Charts, Radio etc., perfekt für euch geeignet. Auch da ist es absolut ein Allrounder-Kopfhörer und definitiv auch für die meisten, denke ich, geeignet. Insgesamt wirklich ein Top-Kopfhörer mit einem super Ladecase für 16 Euro heute im Deal. Deswegen, wenn ihr die Dinger haben wollt, seid hier definitiv schnell. Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Dort auch nochmal alle technischen Details. Natürlich, wenn ihr Fragen habt, alles in die Kommentare. Und selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir hier auf YouTube ein Abo dalasst. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.